Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Reihe Junge Talente, Wissenschaft und Musik hier am KIT. Wie immer veranstalten wir das in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Kunst, Medien und Wissenschaft und sind heute in der Aula der FTU, sehen im Hintergrund Vorbereitungen für die Aufnahme der Musik für die Ausgabe beim nächsten Mal, denn heute hören wir noch was anderes. Hinter uns ist das jetzt das Duo Goldregen, die ein wunderschönes Liedprogramm am 7. Oktober zeigen werden. Heute aber haben wir zunächst den wissenschaftlichen Vortrag von Frau Dr. Maria Mennig, die jetzt noch Lehrbeauftragte am Institut für Germanistik, Literatur, Sprache, Medien ist und uns interessante Einblicke in die kunsthistorischen Lichtbildvorträge aus historischen Zeiten geben wird mit den Dingen, also da wurden Bilder gezeigt, das wird sie aber auch gleich sehr schön erklären, also Kunstbilder tatsächlich. So, und danach kommt Musik auch von einem Duo, aber in der wunderbaren Besetzung Violine und Akkordeon. Manche von Ihnen erinnern sich, die hatten wir im Januar schon mal, da sind sie sehr spontan eingesprungen für eine erkrankte Künstlerin. Dieses Mal ist es geplant. Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß mit dem wissenschaftlichen Vortrag. Herzlich willkommen zu meinem Video-Essay. In meiner Forschung befasse ich mich mit der Diaprojektion und insbesondere der Frage, wie dieses Medium die Kunstgeschichte geprägt hat. In meiner heutigen Präsentation werde ich mich dazu zwei Fallbeispielen widmen, um die beiden Pole Bildung und Spektakel zu problematisieren. Zuvor werfen wir allerdings einen Blick zurück in die Geschichte der Bildprojektion. Die Projektionsgeschichte ist aufs Engste mit der Laterna Magica verknüpft. Ohne an dieser Stelle näher auf die Überlieferungs- und Technikgeschichte dieser Apparatur eingehen zu können, so lässt sich festhalten, dass diese Gerätschaft durch den Universalgelehrten und Jesuiten Athanasius Kircher erstmals in einer Weise popularisiert wurde, sodass dieser später gar als ihr Erfinder galt. Ausschlaggebend für diese Rezeption sind vor allem zwei Illustrationen in Kirchers Ars Magna Lucis et Umbrae, die in der zweiten Amsterdamer Auflage der Schrift von 1676 auftauchen und das hier als Lucena Magica bezeichnete Instrument in Aktion zeigen. Links ist dargestellt, wie eine Szene aus dem Fegefeuer projiziert wird. Rechts sehen wir die Projektion eines Sensenmanns mit Stundenglas als Hinweis auf das Memento Mori, also die Endlichkeit des Seins. In beiden Abbildungen erscheint das jeweils projizierte Bild als Teil einer Bilderfolge bzw. eines visuellen Narrativs. Die eigentliche Apparatur, deren Funktionsweise anhand eines Schemas erläutert wird, verbirgt sich in beiden Illustrationen in einer Kastenarchitektur, deren vierte Wand sich allerdings uns, den BetrachterInnen, zu Erklärzwecken öffnet. Damit verweist die Darstellung auf den spektakulären Charakter der Vorführung. Dagegen ist der Text hauptsächlich mit den technischen Details der Projektion befasst, beschreibt jedoch auch ganz detailliert die Wirkung und die Suggestivkraft der farbigen Projektionen. Ihr magisches Potenzial bezieht die Laterna Magica aus der monumentalen, farbigen Lichterscheinung, die sie erzeugt. Und vor allem im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde dieses Potenzial dann auch zunehmend ausgeschöpft, indem mithilfe von mechanischen Laternenbildern verschiedenartige Animationen erzeugt wurden, etwa mittels des Chromatrops, bei dem zwei farbige Glasscheiben gegenläufig zueinander in Rotation versetzt werden. Bewegung und Farbe, das sind die zwei wichtigsten Kriterien für die Wirkmacht der Laterna Magica im Kontext der Unterhaltungskultur des 18.
und 19. Jahrhunderts. Die Referenz auf die Magie verleitet jedoch dazu, die Wirkung der Projektion auf ihren reinen Unterhaltungswert hin zu reduzieren, wie dies vor allem im historiografischen Rückblick der frühen Mediengeschichtsschreibung oft geschah. Das unterhaltsame Moment ist zweifelsohne ein Charakteristikum der Laterna Magica. Gleichzeitig wurde sie bereits an Jesuitenkollegien zu didaktischen Zwecken eingesetzt und für ihre Theoretisierung als pädagogisches Instrument ist eine Frau besonders wichtig, Félicité de Genlis, eine Erzieherin bei Hofe, die das Gerät Ende des 18. Jahrhunderts zu Bildungszwecken einsetzte und ihre Erfahrungen damit auch zu Papier brachte. Systematisch als Lehrmedium eingesetzt werden sollte der Apparat schließlich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und hierfür sind zwei Aspekte wichtig. Erstens, um sich von dem voraufklärerischen Image der Zauberlaterne zu lösen, wurden die verbesserten, lichtstärkeren Geräte zur wissenschaftlichen Projektion unter der Bezeichnung Skioptikon vermarktet. Zweitens, die Erfindung der Fotografie und die dadurch ermöglichte Projektion derselben spielt eine entscheidende Rolle. Diskursiv formuliert die Fotografie das Versprechen eines unmittelbaren Anspruchs auf die Wahrheit und wie dann auch in den Texten deutlich wird, wird dieser dann eben auch gegenüber den gemalten und als altmodisch empfundenen Laterna Magica-Bildern in Stellung gebracht. Und die ersten, die das eben tun und denen es gelingt, den fotografischen Prozess in die Projektion zu denken und praktisch zu vollziehen, das sind die Gebrüder Langenheim, von denen ich auch hier ein Beispiel zeige. Und das von ihnen entwickelte Verfahren nannten sie Hyalotypie. Dass die technischen Bildmedien konstitutiv für die Kunstgeschichte sind, ist bereits vielfach festgestellt worden. So sind weder die Kunstgeschichte noch ihre verwandten kulturwissenschaftlich orientierten Fächer wie die Archäologie zum Beispiel ohne das reproduktive Potenzial der Fotografie überhaupt denkbar. Und dieses erlaubt es ja gerade, das Arsenal eigentlich räumlich separierter Untersuchungsgegenstände dezentral an jedem beliebigen Ort nämlich zusammenzuführen. Als Universitätsfach wird die Kunstgeschichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etabliert. Und hierbei nehmen auch insbesondere die polytechnischen Hochschulen, also eine neue Erfindung, und zwar in Zürich und in Stuttgart und in Karlsruhe gibt es die ältesten Schulen dieser Art und die nehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Im Kontext der Industrialisierung sollten diese spezialisierten Bildungseinrichtungen vor allem das Ingenieurswesen fördern. Ziel war es dabei, ein umfassendes Bildungsangebot im Sinne eines Studiums Generale zu sichern und bereitzustellen. Und in Karlsruhe sollte die Kunstgeschichte insbesondere die nötige ästhetische Vorbildung für die Bauingenieure zuliefern. Und hier wurde der Kunsthistoriker Bruno Meyer im Jahre 1874 zum zweiten Ordinarius berufen. Um den Jahreswechsel 1880-81 begann Bruno Meyer seine Vorlesungen am Karlsruher Polytechnikum mithilfe des Skioptikons in einem eigens dafür umgerüsteten Hörsaal zu illustrieren. 1883 erschien sein 4000 Einträge umfassendes Verzeichnis der Glasfotogramme für den kunstwissenschaftlichen Unterricht. Wie aus seinen Schriften hervorgeht, hatte Meyer die Idee einer Implementierung der Lichtbildprojektion bereits seit 1870 verfolgt. Schon im Rahmen des ersten Internationalen Kunsthistorikerkongresses 1873, das ist auch in der Literatur bekannt, hatte Meyer das neue Medium der Kollegenschaft demonstriert
konnte dieses aber nicht vom Nutzen der fotografischen Diaprojektion überzeugen. Die Ursachen für dieses anfängliche Scheitern mögen vielfältig gewesen sein. Meyer selbst führte es auf die Unzulänglichkeit des Bildmaterials zurück. Und dies erscheint durchaus plausibel, und zwar vor dem zeitgenössischen Hintergrund des damaligen Standes, der technischen Entwicklung der Fotografie im Allgemeinen und der Diafotografie im Speziellen. So stellte die exakte Tonwertwiedergabe im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine Herausforderung dar, was insbesondere die fotografische Reproduktion von Gemälden betraf und sie auch einschränkte. Bis zur Erfindung der Autotypie, des ersten Offset-Druckverfahrens, gestaltete sich die mechanische Vervielfältigung von fotografischen Vorlagen überdies als äußerst schwierig. Der Mangel an hochwertigen Fotovorlagen übertrug sich folglich auf das Diapositivwesen, denn die Projektion stellte zusätzliche Anforderungen an die Lichtechtheit sowie den Kontrastumfang. Also eben die Diapositive sind ja einer starken Lichtquelle ausgesetzt und um etwas dann auf der Wand erkennen zu können, dafür brauchen sie eben auch einen höheren Kontrastwert. Nach gescheiterten Joint Ventures bündelte Meyer sukzessive sämtliche Produktions- und Vertriebsprozesse in seiner Person und spezialisierte sich auf das recht aufwendige Verfahren des Kohle- bzw. des Pigmentdrucks, für den sowohl die sepiafarbene Tönung als auch die detaillierte Durchzeichnung seiner Diapositive charakteristisch ist. Blickt man auf Meyers Diapositive, so wird es an diesem Punkt besonders spannend. Denn um das Problem der Tonwertwiedergabe zu umgehen, griff Meyer auf Stiche, also auf manuelle Reproduktionen zurück. Einer Zeitkapsel gleich konservieren Meyers Glasfotogramme die erwähnten Herausforderungen, mit denen sich die frühe Fotografie konfrontiert sah und zeigen eine Integration des Vorgängigen in das neuere Medium. Meyers Eigenbezeichnung Glasfotogramme ist deswegen interessant, weil sie den fotogrammatischen Aspekt des Umkopierens vom Negativ auf das Positiv impliziert, mit dem ja auch jeweils ein Unikat erzeugt wird. Bereits in dieser ersten Phase der Integration der Diaprojektion in die Lehre offenbarte sich aber auch ein Problem, das sich in struktureller Form etablieren sollte und dann auch bis heute noch evident ist. Der Bildverbrauch für Meyers illustrierte Vorlesungen war so enorm hoch, dass er innerhalb weniger Wochen bereits die Hunderte erreichen sollte. Und hierzu ist es nochmal wichtig, sich die damaligen Produktionsbedingungen vor Augen zu führen, die zum Beispiel in einer unmittelbaren Abhängigkeit vom Tages- oder vom Sonnenlicht für die Belichtung bestanden. Der kunsthistorische Bildhunger schaffte nicht zuletzt die Grundlage für den kommerziellen Erfolg von auf die Diaprojektion spezialisierten Bildverlagen, wie etwa dem von Franz Stöttner oder aber Seestern Lichtbilder als Imprint von E.A. Seemann in Leipzig gegründet. Und bald wurden aber diese konfektionierten Verlagsangebote durch die hauseigene Produktion ergänzt und die wurde dann in den kunsthistorischen Instituten im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sukzessive etabliert und ging mit der Schaffung entsprechender Infrastrukturen einher und dazu gehört zum Beispiel die Diathek. Und das sind auch alles Einrichtungen, die sich dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch auf das Kleinbild-Dia zunächst übertragen und dann aber nach 2000 in den digitalen Raum verlagert haben. Eine solche Infrastruktur, die ein Fotoatelier und ein Archiv zur Aufbewahrung der Lichtbilder hätte enthalten sollen, war von Meyer auch für Karlsruhe vorgesehen, wurde ihm aber nicht bewilligt. Nach seinem Weggang sollte sein Nachfolger Wilhelm Lübcke
gar zu traditionellen Lehrformaten zurückkehren. Kataloge wie Meyers Verzeichnis der Glasfotogramme, aber auch Systematiken der Diatheken geben Auskunft über die Kanonik der frühen Kunstgeschichte und gewähren also einen Einblick in die Gründungsphase des Fachs und seine Implikationen. Bei Meyers Glasfotogrammen dominiert etwa die Antike. Das resultiert auch daraus, dass sich das Angebot gar nicht so sehr an die Kunstgeschichte, an die akademische Kunstgeschichte allein richtete, sondern darüber hinaus auch die Schulen und weiterführende Schulen adressierte. Als Produkt eines Jahrhunderts, das die positivistische Generalerfassung der Welt zum Ziel hatte, liegt der Fokus auf der Erstellung möglichst lückenloser Sammlungen. Und so war auch das Meyersche Verzeichnis der Glasfotogramme keinesfalls abgeschlossen, sondern auf Fortsetzung hin angelegt. Und das ist ganz typisch für diese Zeit, denn geht es nach den Protagonisten der frühen Medientheorie oder Medienkultur, so lag deren Hauptaugenmerk auf der absoluten Vollständigkeit von Dokumentation. Man denke hier etwa an Oliver Wendell Holmes' Ideen eines durch die Stereografie ermöglichten umfassenden Archivs der Realität, die dann sogar die Realität überschreibt, oder aber auch an das Gedankenexperiment Felix Ebertys, der unter dem Einfluss der Fotografie den gesamten Kosmos als Lichtbildarchiv beschreibt, das theoretisch in Form einer Zeitreise abrufbar bleibt. Meyer gehört ohne Zweifel zu jenen Visionären eines derartigen Meta-Archivs. Als Kunsthistoriker, Fotopionier und Geschäftsmann geriet er jedoch in Konflikt mit dem System Universität, dem er schließlich den Rücken kehren sollte. Und dennoch zeigt sich vor allem im frühen Bildverlagswesen, dass genau diese Verbindung der Professionen zum Erfolgsmodell werden konnte, etwa bei dem promovierten Kunsthistoriker und Bildverleger Franz Stöttner. Wichtig ist Meyer deshalb, weil er die Implementierung der Diaprojektion praktisch vollzog, auch wenn davon auszugehen ist, dass sich das Medium im Bereich der Kunstgeschichte erst im frühen 20. Jahrhundert vollständig durchzusetzen begann. Außerhalb der Universitäten sollte das Konzept des kunsthistorischen Lichtbildvortrags allerdings ebenfalls zum Erfolgsmodell avancieren. War Meyer ein früher Vertreter der akademischen Kunstgeschichte gewesen, der erstmals die Diaprojektion systematisch in der Lehre eingesetzt hatte, so stelle ich nun mit Ernst C. gewissermaßen ein Gegenmodell vor. Der hessische Kunsthistoriker erhob die außeruniversitäre Vortragstätigkeit zumindest zeitweilig zu seinem Geschäftsmodell und in einer Würdigung von 1950 heißt es über ihn, ich zitiere, aufreibende Vorträge hielten ihn oft monatelang von seiner Familie fern. Zitat Ende. Vor allem in den 1920er Jahren tourte C. mit seinem Vortragsprogramm. Das erfolgreichste basierte auf einer Besprechung des Isenheimer Altars, die er in Vortragsform auf die Hochfeste, also Ostern und Weihnachten hin, konfektionierte. Die Titel lauten beispielsweise Golgatha und Auferstehung, Feierstunde vor dem Isenheimer Altar oder Isenheimer Weihnachtswunder. Die Vorträge fanden oft in Kirchen statt und wurden mit einem Musikprogramm untermalt, das lokale Chöre oder Orchester zu Gehör brachten. Sie stellen ein Hybrid aus kunsthistorischer Analyse und meditativer Kontemplation dar. Um die sinnliche Wirkung zu steigern, kamen vor allem handkolorierte Diapositive zum Einsatz. An dieser Stelle sei vermerkt, dass die Kolorierung von Hand
bis zur Erfindung des Farbumkehrfilms Mitte der 1930er Jahre noch weit verbreitet war und technisch aufwendigere und vor allem teurere Farbverfahren wie das Autochrom ersetzte. Aus kunsthistorischer Perspektive muss die Koloration von Hand als Antagonismus erscheinen. Aus mediengeschichtlicher Perspektive betrachtet ist sie jedoch eine logische Konsequenz einer die Schaulust bedienenden Fotografie- und Filmgeschichte, die uns bestenfalls im Nachhinein als schwarz-weiße Angelegenheit erscheint. Als höchster Gipfel ragt der Isenheimer Altar empor aus dem Hochgebirge deutscher Kunst. So eröffnet sie seine Betrachtung. Der Isenheimer Altar war vor allem seit dem späten 19. Jahrhundert zum nationalen Identifikationssymbol erhoben worden. Grünewalds Ausdruckskunst stand für das deutsch-nordische Element, das dann insbesondere für Kunstströmungen wie den Expressionismus zur wichtigen Bezugsgröße werden sollte. Nach dem Weltkrieg wird diese Rückbesinnung auf deutsche Größe inklusive einer tröstlichen christlichen Botschaft auf ein dankbares Publikum gestoßen sein. Besonders durch die Suggestivkraft der Farbe wird auf Basis des Kunstwerks in einem primär an die breite Öffentlichkeit adressierten Vortragsereignis ein Überwältigungserlebnis erzeugt, das durch hymnische Sprache und Musik verstärkt wird. Allen Rationalisierungstendenzen zum Trotz finden sich hier jene Qualitäten wieder, die auf die neuzeitliche Projektionskultur der Laterna Magica verweisen, aber auch spektakuläre Elemente des frühen Kinos beziehungsweise mit Tom Gunning gesprochen, des Cinema of Attractions, aufgreifen und den Unterhaltungs- bzw. Überwältigungswert der ästhetischen Erscheinung ins Zentrum stellen. Bezieht man PowerPoint und ähnliche digitale Präsentationstools mit ein, so hält die Dia-Projektion bis heute nach. Erst kürzlich, bedingt durch die Corona-Pandemie, wurde dieses konventionelle universitäre Lehr- und Vortragsformat noch einmal herausgefordert, und zwar in Form von gestreamten und aufgezeichneten Vorträgen, für die jedoch wiederum meistens PowerPoint die Grundlage bildet. Die auf den jeweiligen Inhalt angepasste Vorführung von Bildsequenzen erfüllt bis heute didaktische Ziele, die vor allem im 19. Jahrhundert definiert worden sind. Es lohnt meines Erachtens, sich diese Geschichte genauer anzuschauen und herauszuarbeiten, wie etwa manuelle und technische Reproduktionsmethoden miteinander koexistierten und konkurrierten, etwa um festzustellen, dass Medienentwicklungen keinem einfachen, linearen Fortschrittsnarrativ folgen. Die Dia-Projektion ist jedenfalls Teil eines reichhaltigen medialen Erbes des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus. Und ihr Spektrum reicht von der reinen Unterhaltungskultur bis hin zur edukativen Unterweisung. Zu fragen ist, wie es in Zukunft methodisch gelingen kann, sich einzelnen Vortragsereignissen noch stärker anzunähern und diese zum Forschungsobjekt zu machen. Und damit komme ich zum Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Dr. Mennig. Es geht weiter mit der Musik. Wir hören das Duo Amuse mit Ciro Sueda an der Violine und Arseni Strokowski am Akkordeon. Wie gesagt, manche haben die beiden schon mal erlebt. Es gibt wieder ein Programm, was ganz bunt durch die Jahrhunderte und auch Stile geht. Wir hören Schnittke, Piazzolla, weniger Bekannte wie den Herrn Di Nicu, Vittorio Monti. Und ich kann Ihnen nur viel Spaß wünschen. Es ist eine wunderbare Home-Aufnahme, live eingespielt, das sieht man auch. Und es wird sehr, sehr unterhaltsam. Viel Spaß damit.
Liebe Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Heute spielt für Sie Duo Amuse und ich stelle sehr gerne meine Partnerin vor, Michiru Soeda, Violine, und ich, Arseni Strakowski, spiele Akkordeon. Wir haben heute für Sie ein schönes, buntes und fröhliches Programm vorbereitet. Und zwar, wir fangen unser Konzert an mit Alfred Schnittke, seiner Suite in altem Stil. Wir spielen drei Sätze aus der Suite: Ballett, Minuett und Fuge. Thank you.
Und jetzt würde ich sehr gerne zwei Stücke Solo spielen. Als erstes kommt italienischer Komponist Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti ist in gleicher Zeit mit Johann Sebastian Bach geboren. Und er hat 555 Sonaten geschrieben für Klavier. Man spielt diese Sonate oft auf Cembalo, auf Orgel, heutzutage auf Piano. Und wir Akkordeonisten spielen diese Sonate auch auf Akkordeon, weil wir finden, das klingt auf Akkordeon sehr, sehr, sehr schön. Also, Domenico Scarlatti, Sonate F-Dur. Das nächste Stück ist Asturias von Isaac Albéniz. Thank you.
gerade in Jerusalem ein. Und wir spielen jetzt zwei Sätze aus der Suite Geschichte des Tangos von Astor Piazzolla, ein argentinischer Komponist, der Tango an ganz anderes Niveau entwickelt hat. Und diese Sätze heißen Café 1930 und Nachtclub 1960. Thank you.
Meister Astor Piazzolla mit seinem Geschichte, mit seiner Geschichte des Tangos. Und jetzt spielen wir eine Improvisation auf ein Thema von Kurt Weill. Dieses Thema ist sehr bekannt bei Ihnen. Ich weiß, das Thema heißt Mäcki Messer. Astor Piazzolla wieder und sein Libertango. Thank you.
Jetzt spielen wir ein bisschen Volksmusik für Sie. Und ich bin nicht sicher, dass ich kann richtig Name sagen. Vielleicht mit Schrift versuch mal. Hora Martišorului von Dinic. Genau. Thank you.
Grüße und liebe Grüße von uns. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund und auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank an das Duo Amüs. Ich glaube, Sie haben sich amüsiert. Ich glaube, das Wortspiel war jetzt zwingend. Bleibt mir der Ausblick auf die nächsten Termine. Das wird sein der 7. Oktober mit dem Duo Goldregen, was wir vorhin schon im Hintergrund gesehen haben und jetzt immer noch sehen. Ja, doch, da hinten. Und dann am 29. Oktober, beide Ausgaben werden noch online sein. Das wird vermutlich den ganzen Winter so weitergehen, weil wir eben die Situation haben, die wir haben. Ich darf alle, die sich dafür noch nicht gemeldet haben, immer noch herzlich einladen, die Programme per E-Mail zu bekommen. Das ist für uns die wirtschaftlichere Variante, geht auch ein kleines bisschen schneller als die Postversendung. Und die Angaben dazu finden Sie ja im Programmheft bzw. unten im Text noch drin. Vielen Dank und auf Wiedersehen.